Applaus hier nochmal für beide Boxer. Herzlich willkommen hier im Ring. Raniel Iglesias und Paul Wall. Wie gesagt, dieses Gefecht steht unter der Leitung von Susan Köpke. Liebe Boxsportfreunde, wir sehen jetzt den vierten Kampf zwischen Raniel Iglesias und Paul Wall. Ja, ich hatte Ihnen im Vorfeld schon gesagt, wieder ein Olympiasieger hier im Ring. Im Ring die charmante Susi Köpke hier aus MV leitet diesen Kampf. In der blauen Ecke Paul Wall trainiert beim SC Berlin. Sein Trainer Markus Abramowski. Ich denke, Paul Wall ein guter Fighter. Viele Kämpfe auch schon bestritten. Aber was bis jetzt schon auffällt, wenn die Kubaner im Ring gehen, versuchen sie sofort die Initiative zu übernehmen, aus der Ringmitte zu boxen, Druck aufzubauen, mit langen Händen zu arbeiten und den Gegner permanent unter Spannung zu halten. Ja, so ein Format wie Soto Longo mit 284 Kämpfen und 248 Siegen. Ja, was soll ich da noch mehr sagen? Und wieder ein Kopfhaken war drinne. Paul muss aufpassen, Hände schön oben lassen. Beide Kämpfer in der Rechtsauslage. Ja, eine tolle Oberkörperbeweglichkeit. Haben Sie gesehen, gleich wieder eine Maidbewegung. Die Hand von Paul ging gleich vorbei. Ja, diese kubanische Staffel, die bereitet sich auf Olympia vor und da sind sie halt auch mit ihrer ersten Garde hier unterwegs in Europa. Bleiben jetzt noch einige Tage hier in Schwerin, führen noch weiter Trainingslager durch, machen noch Sparringskämpfe nächste Woche. Am Mittwoch auch hier in Schwerin. Ja, Susi hat auch nicht viel zu tun im Ring bei diesen klasse Boxern von beiden. Wieder die Führungshand drin. Er ist schnell, Soto Longo, unheimlich schnell. Super Auge. Steht da vor dem Mann, hat die Arme, die Hände auf der Brust. Kaum getroffen. Ja, ich denke, wir haben eine tolle erste Runde gesehen. Das Heft des Handels, wie hatte ich schon mal gesagt, hatte der Kubaner hier ganz deutlich in seiner Hand. Ja, Sie haben es gerade gehört. Die Boxsportfreunde hier sind begeistert. Ja, kann man einfach auch nur sein. Ein ganz toller Sportsmann. Fühlt sich auch hier im Norden wohl. Ist 2017 in Hamburg Vize-Weltmeister geworden bei den Weltmeisterschaften. Vor jetzt schon 3 Jahren. Und das weiß natürlich auch Paul Wall. Dass er hier unheimlich aufpassen muss.
Ja, aber sofern Paul anfängt, selber ein bisschen Druck zu machen, kommt sofort die Antwort des Kubaners. Ist er am Mann. Und will dann gleich wieder versuchen, die Oberhand zu gewinnen. Ganz tolle Beinarbeit. Genau, Paul. Hat er richtig gemacht. Hat er, ist er mal rausgegangen. Und er muss aber auch mit mehreren Händen kommen. Da reichen zwei Hände nicht. Um den Weltmeister in Verlegenheit zu bringen. Genau, Paul. Einfach mal mehr als nur zwei Hände bringen. Die linke lange gerade war drinne. Über die Führungshand geschlagen. So variabel der Weltmeister ist hier. Aus der langen Distanz in Fight, in Haken, in die Haken, wie er mit den Haken reingeht. Ganz toll. Hier eine schöne Führungshand als Jab geschlagen. Ja, das Publikum geht mit, unterstützt den Paul Wall hier bei seiner schweren Aufgabe. Jawohl, Paul. Einfach mal mitfeuern. Jawohl, ist auch zu treffen. Ich denke, wir werden noch eine interessante dritte Runde sehen. Aber warten wir erstmal die zweite ab. Ich bin schon wieder zu weit. Wurde zum Ende der zweiten Runde besser für Paul. Ja, ich denke mal, Markus Abramowski wird ihn jetzt nochmal richtig einstellen. Und ich denke, wir können dritte Runde noch was erwarten. Davon siegreich. Er ist der amtierende deutsche Meister. Er konnte die Bronzemedaille bei der U22 EM gewinnen und die Bronzemedaille bei der Militär World Games 2019. In seiner Ecke Markus Abramowski. Herzlich willkommen hier an Paul Wall. Ja, keine Frage. Paul kann boxen, sagt er seine Bilanz hier mit 129. Ich denke, wir können dritte Runde noch was erwarten. Ich denke, jetzt geht der Druck aus der blauen Ecke. Kommt der Druck aus der blauen Ecke. Ja, jetzt wo die dritte Runde hier läuft, kommt der Überraschungsgast, den ich in München angekündigt habe, meine lieben Boxsportfreunde. Er hat Zeit gefunden noch, der Cheftrainer. Das BC Traktor Schwerin der Bundesligamannschaft. Der Sebastian Spiek, mein bester Freund, ist hier, hat immer Zeit für mich. Dankeschön. Ja. Kann man ja schon was sagen, ne? Können wir sagen. Ist dunkel hier in der Halle. Wir haben bis jetzt. Basti, ehe wir jetzt weiter zu dir kommen, was ist dein erster Eindruck hier von den Kämpfen, die du gesehen hast bis jetzt, von den Kubanern? Ja, erwartet stark, ne? In allen Kämpfen. Unterschiedlich im Stil, das siehst du auch, wenn du den ersten Kampf siehst gegen Hamza Tuba, ein kleiner Untersetzer, der da nach vorne marschiert ist. Das hat der Hamza meiner Meinung nach sehr gut gemacht, dass er den immer hat aussteigen lassen. In Kämpfen danach natürlich absolute Weltklasse im Ring. Ne? Auch schwer für unsere Jungs da ein Mittel zu finden. Wenn die so abgeklärt, so abgebrüht zu Werke gehen, man sieht das ja, diese Ruhe, die die haben, dieses Distanzgefühl, das Auge. Das ist schon eine absolute Klasse dort im Ring.
Ja, und die Kubaner versuchen immer gleich das Heft des Handels in die Hand zu nehmen, permanent Druck zu machen und antworten sofort auf Gegenangriffe, sind sofort da. Genau. Iglesias mit 31 Jahren natürlich ein Mann, der jetzt auch schon über viele Jahre die Nummer 1 ist bei den Kubanern. Ja, müssen wir auch sagen. Olympiasieger in London schon gewesen. Hat auch alles schon gewonnen, was so im Amateurbereich zu gewinnen war. So ist es. Bereitet sich dann jetzt auch auf seine dritten Olympischen Spiele vor. Schöne Körpertreffer. Auf damit. Schwerin der Publikum geht nochmal mit. So Basti, jetzt mal zu deiner Vorsicht kurz. Du bist Cheftrainer beim WC Traktor Schwerin, warst früher Amateurboxer, Profiboxer, hast deine größten Erfolge im Profisport erreicht, warst 2011 WBC Weltmeister im Mittelgewicht. Basti, wie geht's dir jetzt? Was sind deine nächsten Aufgaben, die du vor der Brust hast, heute Abend? Na, heute Abend ja erstmal mit unserem Bundesligakampf. Das ist also natürlich für mich eine ehrenvolle Aufgabe, die mir auch unwahrscheinlich Spaß macht. Wir sind ein tolles Team. Darauf freue ich mich jetzt schon. Und heute ist natürlich zu erwarten, ne? Ganz klar. Heute ist natürlich die Halle extra voll. Ich hoffe auch, weil ich gehe mal davon aus, dass die Zuschauer auch im Anschluss noch da bleiben. Das denke ich auch. Und wie man das Schweriner Publikum kennt, man hat es ja gesehen, als Nelvi hier einmarschiert ist. Der hat vor 2 Jahren bei uns in der Liga geboxt und trotzdem haben ihn die Leute sofort wiedererkannt und gefeiert. Auf den Kampf freue ich mich natürlich.